Gott sei Dank, er ist vorbei, der Spielbetrieb in Liga 2. Sam, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal. Ja, diese Phrase habe ich mir im Voraus überlegt. Die kam jetzt gerade nicht spontan, aber relativ spontan. Es ist endlich vollbracht. Hannover 96 beendet die zweite Ligasaison auf einem glorreichen 13. Tabellenplatz mit einer 1:2 Heimniederlage gegen den ersten FC Nürnberg. Das sagt sehr viel über die Saison aus, dass man das sagen kann, ohne dabei irgendwie in Tränen auszubrechen. Aber 96 ist nun mal nicht abgestiegen und das ist das einzig Positive, mehr oder weniger, was man aus diesem Jahr ziehen kann. Man kann natürlich noch weitere positive Aspekte sehen, wie zum Beispiel, dass wir einen neuen Trainer haben mit Jan Zimmermann. Wie zum Beispiel, dass wir gegebenenfalls noch Chancen auf einen Verbleib von Timo Hübers haben. Wie zum Beispiel, das war es eigentlich schon, mehr oder weniger, das sind die Thematiken, die mich momentan so ein bisschen über Wasser halten. Allerdings wird 96 natürlich noch sehr, 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 sehr viele Videos von mir gewidmet bekommen. Unter anderem auch im Verlauf dieser Sommerpause. Das wird einige von euch freuen, einige von euch werden sich sagen, oh nein, bitte nicht, aber doch, das wird passieren. Und ich habe ja angekündigt, zu jedem einzelnen Verein eine Bundesliga-Analyse zu machen, das wird auch passieren. Aber in erster Linie werde ich natürlich mich auf 96 fokussieren. Da wird jeweils immer nur meine eigene persönliche Meinung dargestellt. Das sollte auch klar sein. Ihr könnt mir gerne immer eure Meinung in die Kommentare schreiben, wenn sie anders sein sollte, wenn sie gleich sein sollte, wie auch immer mögt. Wir können gerne diskutieren. Das Ganze soll ja hier auch ein Austausch sein zwischen 96-Fans und auf keinen Fall meine vorgegebene oder obstruierte, oh Gott, ich kann das Wort nicht, meine diktierte Meinung, sagen wir es einfach so. Im Endeffekt bin ich sehr froh, wie ich es gerade schon gesagt habe, dass die Zweitliga-Saison vorbei ist, einfach weil das kein schönes Jahr war für jeden 96-Fan. Wir hatten einen angekündigten Umbruch im Sommer, der nicht vollzogen wurde. Wir haben einen Trainer, an dem wahrscheinlich ein bisschen zu lange festgehalten wurde. Wir hatten einige Abgänge jetzt zum Ende der Saison, die auch dadurch oder daraus resultieren, dass wir absolut nicht konkurrenzfähig waren im Aufstiegskampf. Und am Ende stehen wir auf Tabellenplatz 13 und haben dementsprechend auch Einbußen bei den TV-Geldern, was jetzt nicht so schwer zum Tragen kommt, aber so ein weiterer negativer Aspekt ist, weil am Anfang der Saison war zumindest mal so latent der Aufstiegskampf das Ziel und jetzt am Ende sieht es tabellarisch aus, als ob du eher im Abstiegskampf warst, auch wenn das ja nie zu irgendeinem Zeitpunkt wirklich der Fall war. Trotzdem, auch dass man gegen Nürnberg, die keine einfache Saison hatten, am Ende nochmal zu Hause verliert, es ist kein Aushängeschild für den Club. Ja, und dazu kommt eben dieses unsägliche Abschiedsgeblubber, was du halt bei vielen Spielern hast. Ja, also mit Geblubber meine ich jetzt nicht, dass die reden, das ist völlig legitim, sondern dass das halt so wie im Abfluss verblubbert. Unsere letzte Qualität mehr oder weniger oder zumindest große Teile unserer Qualität in Form von zum Beispiel Genki Haraguchi, in Form von Jakob Joll, in Form von Kingsley Schindler. Ruhiger an der Stelle, ich werde das gleich mal genauer erläutern, aber allgemein halt ein paar Spieler, die uns verlassen werden, bei denen ich auch nicht unbedingt die Not gesehen habe, aber bei denen es vielleicht einfach besser ist, weil Umbruch bedeutet auch, dass man Spieler gehen lassen muss. Und ich tue mich damit immer schwer, weil ich habe immer ein großes Herz für 96 Spieler, egal ob es funktioniert hat oder auch nicht. Ich mag die eigentlich immer, weil ich weiß, dass die ja nicht umsonst gekommen sind. Die wollten ja bei uns spielen und ich weiß auch, dass die nicht absichtlich schlecht gespielt haben, wenn das der Fall gewesen ist, weil das bringt denen ja im Endeffekt auch nichts. Die haben ihr Bestes versucht, das hat vielleicht geklappt, vielleicht nicht geklappt, aber dennoch bin ich da immer, ich bin da sehr, ja, positiv den Spielern gegenüber. Ja, das ist einfach so. Ich bin jetzt zum Beispiel nicht froh, dass ein Josip Ellis geht. Beim besten Willen nicht. Ich mag den recht gerne und ich glaube auch, dass es ein Fehler ist, aber ich kann das nicht beurteilen abschließend, ich bin kein Kaderplaner, ich weiß nicht, was sonst im Hintergrund verhandelt wird, den abzugeben oder den gehen zu lassen. Haraguchi, da hast du keine andere Wahl, dass der in die erste Liga gehen wird, ist jetzt ja relativ klar, er hat es ja schon angekündigt, war auch klar, dass du nicht halten können wirst. In meinen Augen weiterhin, Haraguchi zu gut für die zweite Liga, nicht gut genug für die erste Liga. Wenn er bei einem richtigen Team spielt oder bei einem Team, bei dem er seine Qualitäten ausspielen kann, dann ist der auch gut genug, um oben eine Rolle zu spielen. Ja, bisher hat es nie geklappt für ihn in der Bundesliga, aber das heißt ja nicht, dass es nicht jetzt klappt, wo er mittlerweile alt genug und erfahren genug ist, um in der zweiten Liga sich genug aufgebaut hat, um in der ersten vielleicht eine Rolle zu spielen. Je nachdem, wo es ihn hinzieht, ich bin da sehr gespannt. Vielleicht geht es zu Union Berlin, vielleicht geht es zum SC Freiburg. Ich habe keinerlei Ahnung, ich kann mir überhaupt nichts vorstellen. Vielleicht wisst ihr mehr, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt darauf, wo seine Karriere fortgesetzt wird. Natürlich werde ich ihn verfolgen, so wie alle 96er. Auch Jakob Jolls Karriere werde ich verfolgen. Bei dem ist ja zumindest noch nicht ausgeschlossen, dass der zurück zu 96 kommt, per Laie natürlich wieder. Aber so oder so, auch wenn er sicherlich nicht die Mega-Saison gespielt hat oder vielleicht auch nicht die riesige Verstärkung war, die man sich teilweise gewünscht hat, ich fand ihn sehr solide und er hat in vielen Momenten gezeigt, dass er eine extrem hohe Qualität hat, die er leider nicht immer ausspielen konnte. Natürlich ist er auch in Zweikämpfe geflogen wie ein Berserker, aber ein Kämpfer im zentraldefensiven Mittelfeld hat uns noch nie geschadet. Es hat uns eher geschadet, wenn wir die ohne Not haben ziehen lassen, auch wenn Marvin Bakalorz zugegebenermaßen vielleicht einfach der Wechsel auch ganz gut getan hat, beziehungsweise er bei 96 vielleicht einfach nicht gepasst hat. Und das ist der Punkt, bei dem man oder den man bei vielen Spielern anführen muss. Wie gesagt, ich bin da immer recht sentimental und denke mir immer auch,
wird es auch bleiben können. Bei Joseph Ellis zum Beispiel. Vielleicht passt es bei 96 einfach nicht. Auch Kingsley Schindler hat bei 96 offensichtlich nicht gepasst, hat nicht funktioniert. Vielleicht ist es auch bei einem True Messi so. Vielleicht passt es bei 96 nicht. Auch wenn der bisher bei allen seinen Stationen überzeugt hat und ich glaube, dass er ein guter Fußballer ist. Aber mal gucken. Ja? Diese Kaderplanung wird, wie gesagt, noch zu einem späteren Zeitpunkt relevant. Da geht es dann eher darum, wie wird 96 nächstes Jahr aufgestellt, wie, glaube ich, wird mit dem aktuellen Kaderverfahren und wer wird zusätzlich noch dazukommen. Wir haben bisher Jan Zimmermann und wir haben bis jetzt Sebastian Ernst. Was super ist, weil wir haben definitiv damit einen guten Ersatz für Genki Haraguchi. Einen spielerisch ganz anderen Ersatz, die beiden kannst du nicht vergleichen, aber der ist gerade mit seiner SPVG Greuther Fürth aufgestiegen. Was bitter für ihn ist, aber andererseits auch bei Fürth, eigentlich bei fast allen Fürther Spielern, glaube ich, dass die sehr stark im Abstiegskampf drin sein werden. Und ich glaube nicht zwingend, dass die Klasse halten werden. Ja, und Sebastian Ernst ist einer der Spieler, bei denen ich sage, sehr schön, dass er zu Hannover kommt, weil er ist ein überdurchschnittlicher Zweitligaspieler. Ob der jetzt bereits gut genug ist für die erste Liga, das wage ich zu bezweifeln. Ich kann es mir vorstellen, wirklich, also kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass er auch in der ersten Liga mit seinem Spielertypen bei einigen Teams gut funktioniert hätte. Aber warum Abstiegskampf, wenn du in deiner Heimatstadt bei deinem Jugendverein auch eine gute Rolle spielen wirst? Gehe ich jetzt einfach davon aus. Gute Rolle auf ihn bezogen, nicht auf 96 bezogen, weil das wird nächste Saison sehr, sehr schwierig. Und auch darum möchte ich noch kurz, oder darüber möchte ich noch kurz mit euch reden, weil ich glaube, die nächste Saison wird richtig, richtig anstrengend für die 96-Fans. Es wird die wahrscheinlich coolste zweite Liga ever. Ja, wir haben unfassbar viele coole Vereine. Schalke, Bremen, Hamburg, Hannover, Düsseldorf, Nürnberg, Dresden, Rostock. Geile Clubs. Definitiv. Gegebenenfalls noch Ingolstadt. Kein Braunschweig mehr. Gegebenenfalls den 1. FC Köln. Und kein Kiel mehr. Aber das ist so oder so sehr, sehr stark alles. Und ich glaube, genau deswegen wird 96 eine sehr, sehr untergeordnete Rolle im Aufstiegskampf spielen. Die große Hoffnung, die ich habe, das habe ich ja in den letzten Wochen bereits gesagt, ist, dass wir so in 2-3 Jahren wieder ernsthaft um den Aufstieg mitspielen. Aber dieser Umbruch wird Zeit brauchen und diese Veränderung oder diese Entwicklung wird Zeit brauchen. Ich glaube, dass wir einen guten Trainer dafür haben. Ich weiß nicht, ob er der Beste ist. Niemand weiß das so wirklich. Wir werden sehen. Ich hoffe, er wird die Zeit gegeben. Das habe ich ja auch bereits gesagt, als er installiert wurde oder als bekannt wurde, dass er eben Trainer wird. Aber im Endeffekt haben wir eine solide Grundlage dafür, uns gut weiterzuentwickeln. Nichtsdestotrotz, wenn man sich unseren Kader anschaut und den vergleicht mit den anderen Zweitligakadern oder mit den anderen ambitionierten Zweitligakadern, dann wird es schwierig. Zumal die Namen immer größer werden in der zweiten Liga. 96 war, als sie das erste Mal abgestiegen sind, ein richtig großer Name in der zweiten Liga. Da sind auch Spieler hingewechselt oder da hatten die Gegner Angst in der ersten Liga. Dann sind Spieler hingewechselt, die einfach auch namentlich ein bisschen größer waren. Es ist jetzt sehr blöd, dass zum Beispiel der HSV, Werder Bremen, Schalke 04, gegebenenfalls der 1. FC Köln in der zweiten Liga spielen, weil das größere Namen sind. 96 hat seit Ewigkeiten Interesse an Serdar Dursun. Letzten Sommer haben wir ihn warum auch immer nicht geholt. Wahrscheinlich, weil das Geld nicht gereicht hat. Und jetzt wird er diesen Sommer wechseln, höchstwahrscheinlich. Die Frage ist nur, wohin? 96, auch wenn er da in der Jugend war, eher nicht. HSV größerer Name, Werder größerer Name, Schalke größerer Name. Auch wenn die finanzielle Lage von denen auch allen nicht so rosig ist, kann ich mir da eher vorstellen. Gegebenenfalls 1. FC Köln, wenn die absteigen sollten. Also gibt genug Optionen außer 96. Genau das beschreibt eigentlich die Lage von 96. Wir haben zwei ganz, 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 ganz klare Aufstiegsfavoriten in meinen Augen. Und zwar den Gewinner der Relegation. Beziehungsweise, das ist völliger Quatsch, den Verlierer der Relegation. Da war die Denkblase gerade wirklich, das war ja wirklich peinlich. Den Verlierer der Relegation, also Kiel oder Köln. Und den FC Schalke 04. Und wir haben in der zweiten Liga zwei Aufstiegsplätze, zwei garantierte Aufstiegsplätze. Und dazu haben wir eine Relegation. Und die Relegation ist in den meisten Fällen nicht erfolgreich. Weswegen die Relegation auch Quatsch ist. Da wird sicherlich nach dem Köln gegen Kiel-Spiel auch wieder ein Video zu kommen. Oder währenddessen mal gucken. Einfach nur, um meine Meinung dazu zu sagen, wie ich glaube, dass das die zweite Liga in der nächsten Saison beeinflussen wird. So oder so, ich glaube, Köln oder Kiel und Schalke werden Platz 1 und 2 nächste Saison belegen. Kann sein, dass Kiel zum Beispiel, wenn sie drin bleiben, völlig abschmiert. Kann auch sein, dass Köln völlig abschmiert, wenn sie absteigen sollten. Aber nichtsdestotrotz ist das meine Prognose. Und dann hast du eben noch den HSV, den ewigen Vierten. Muss man ja mittlerweile fast schon so sagen, nach 3 Jahren. Dann hast du Werder Bremen, die sicherlich trotz finanzieller Schwierigkeiten auch eine schlagkräftige Truppe zusammenstellen können und auch extreme Qualität haben, von denen sie einige Spieler sicherlich halten können. Und dann hast du noch ein Düsseldorf, die sich immer weiter formieren und so weiter und so weiter und so weiter. Eine Überraschungsmannschaft hast du auch immer noch. Wer weiß, vielleicht Hansa. Kann gut sein, dass die eine richtig krasse Saison spielen. Vielleicht ein Darmstadt. Kann auch gut sein. Vielleicht ein Sandhausen. Vielleicht ein Heidenheim wieder. Also es wird sehr, sehr schwierig. Die Ordnung 96
schon in der ersten Hälfte der Tabelle ein, aber in diesem Bereich können die überall landen. Vielleicht spielen sie eine sehr gute Rolle im Aufstiegskampf, vielleicht überraschen sie uns alle und spielen wirklich um den Aufstieg mit und auch nachhaltig um den Aufstieg mit. Vielleicht können sie irgendwann am Ende nochmal so ein paar Nadelstiche setzen, aber zum Saisonstart und einfach nur aufgrund der jetzigen Situation, in der die Vereine sich befinden, sehe ich 96 nicht als Favorit auf den Aufstieg. Und auch nicht als Favorit auf den Aufstiegskampf. Köln, Kiel, je nachdem, Schalke und vielleicht Werder, ne, Absteiger im Endeffekt, wie meistens, sehe ich in der Pole Position. Danach kommt der HSV, Düsseldorf, ja, 96 vielleicht dann irgendwann mit Kiel, ach ja, habe ich ja gerade schon gesagt, ne, also im Endeffekt die Relegationsmannschaft. Ich sehe uns eher in Regal 2 und zwar am unteren Rand von Regal 2. Das heißt nicht automatisch, dass wir nicht aufsteigen können, weil Fürth habe ich auch nicht in Regal 1 gesehen vor der Saison. Die sind direkt aufgestiegen. Es wird interessant, es wird eine sehr interessante Saison, es wird ein sehr interessanter Transfersommer. Ich hoffe, dass die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Ich hoffe, dass der Umbruch diesmal wirklich forciert wird und dass wir wirklich viele neue Spieler bekommen, dass sie von Spielern getrennt wird, mit denen es einfach nicht passt und dass man einfach eine Mannschaft hat, die auch wirklich eine Mannschaft ist, die eine Einheit ist und die als Einheit zusammen aufsteigen möchte. Und wenn man sich einfach mal Bochum anguckt, rein von der Qualität her ist der HSV besser gewesen als Bochum. Aber das ist einfach eine richtige Mannschaft. Das hat man auch gestern gesehen. Dieses 1:0 war so überragend spielerisch gemacht, aber auch mit unfassbarem Willen von Pantovic, wieder da in den 16er reingegangen ist. Gefühlt hast du sowas bei 96 nie. Und so einen Mannschaftswillen hätte ich gerne, so eine kämpferische Truppe. Mal sehen, wie der Trainer das aufbauen kann, ob er der richtige Typ dafür ist. Aber ich hoffe es einfach. Und dementsprechend bin ich sehr gespannt und ich bin einfach nur froh, dass diese solche Saison mit diesem Trainer endlich vorbei ist. Und auch wenn ich nichts gegen Kenan Kocak habe und auch wenn er ein sympathischer Kerl war, es war ein gnadenlos schlechter Zeitpunkt, ein Ende der Zusammenarbeit zu verkündigen. Dann gleichzeitig noch zu sagen, wir arbeiten trotzdem noch mit ihm bis zum Saisonende weiter. Es wurde so viel kaputt gemacht, weil er hat seinen 24. Startelf-Einsatz bekommen. Dazu haben wir die Jugendspieler, die überhaupt nicht gefördert wurden, jetzt in der Schlussphase der Saison. Du hättest jetzt die Chance gehabt, auf Jugendspieler zu setzen. Es wurde absolut nicht gemacht. Vielleicht auch nochmal eine Retourkutsche von Kocak. Ich weiß es nicht, ich will ihm da nichts unterstellen. Aber gnadenlos schlecht gemanagt und ich hoffe einfach, dass es im Sommer jetzt besser wird. Auch mit Blick auf Gary Zuba, keine Ahnung. Anscheinend ist er sogar Slomka ein Kandidat. Aber dazu mehr, wenn es die entsprechenden Entwicklungen gibt. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Seid ihr auch froh, dass die Saison vorbei ist? Oder sagt ihr, nee, ich würde schon, dass es jetzt direkt gerne weitergeht. Also klar, Fußball könnte gerne weitergehen, aber die Pause für 96, darüber freue ich mich. Ihr euch vielleicht auch, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und allgemein, wie seht ihr das Ganze? Ja, wie seht ihr vielleicht die Relegation? Wer steigt da ab? Wer bleibt gegebenenfalls drin? Auch was die zweite Liga angeht, also wer bleibt da drin und wer steigt gegebenenfalls aus der dritten Liga auf? Ja, schafft es Ingolstadt oder ich weiß gar nicht, wer in der Relegation spielt, ehrlich gesagt, Sandhausen, kein Plan. Wer wird es da machen? Wie wird die zweite Liga nächstes Jahr gestaffelt? Wer ist der Top-Favorit auf den Aufstieg? Kann 96 im Aufstiegskampf mitspielen? Alles mal so vom Bauchgefühl her, weil Analysen zum jetzigen Zeitpunkt ganz, ganz schwierig, weil wir wissen ja überhaupt nicht, wie es nächste Saison aussehen wird. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. In dieser Woche geht es noch weiter mit Newcastle-Karriere, und zwar am Donnerstag. Das sage ich jetzt, um mich selber unter Druck zu setzen. Und ihr werdet auch im nächsten Vlog erfahren, allgemein, wie es auf diesem Kanal weitergeht. Und sicherlich spreche ich über das Champions-League-Finale auch im Laufe der nächsten Woche. Bis dahin, ich wünsche euch was. Haltet die Ohren steif, einen schönen Feiertag noch, bleibt gesund, passt euch auf, macht's gut und rein. Und ciao.